Moin zusammen an diesem wunderschönen Samstagmorgen. Ja, Frau Birenner, ne, hatte gestern gestreamt und gemacht und getan. Ebenso hatte sie mal wieder einige Videos auf ihren Webseite hochgeladen, ne, auf die Seite ihres Kanals. Diese aber anschließend ganz, ganz schnell wieder gelöscht. Frau Birella, wie ich aber gestern schon sagte, es ist ja so, dass ja auch Sachen, die gelöscht wurden, diese kann man sehr schnell wiederfinden. Ne? Dieses habe ich auch getan und deshalb schauen wir uns diese jetzt auch mal an. Und zwar hier haben wir eine ganz tolle Aussage von Frau Birella. Schauen wir doch mal, was sie da so alles Neckisches zu sagen hat. Brainer. So, jetzt richte ich ordentliche Video an. So, meine Lieben, ich habe jetzt zugeschickt bekommen, alle Mitglieder von der Telegram-Gruppe. Wie, alle Mitglieder jetzt? Also alle von allen Telegram-Gruppen, ne, die ganzen ca. 30.000 Leute. Alle? Wow. Echte Name, mit Adresse, mit Umsatz. Umsatz? Also Sie haben jetzt alle Mitgliedernamen der TikTok-Gruppen mit Adressen, echten Namen und Umsätzen. Was für Umsätze? Meinen Sie jetzt Wetteinsätze oder von was für Umsätzen sprechen wir jetzt hier? Nun, ich hatte Sie ja gestern aufgefordert, tatsächlich mal diese ominöse Liste, von der Sie immer sprechen, zu zeigen, ne? Anscheinend soll dieses jetzt hier genau das darstellen. Dann hören wir doch mal weiter. Und mit TikTok-Account, also diese Bots. Nein, TikTok-Accounts, ne? Nicht, keine Bots. Bots werden von Computern gesteuert. Das andere sind echte Namen, und zwar ganz echte. Das sind aber über 200 Menschen. So. Ach so, nur 200 von, ja, wie gesagt, ein paar tausend. Das ist dann doch nicht ganz so viel, ne? Nur das würde ich zumindest dazu sagen, dass das nicht ganz so viel sind. Würde ich mal so sagen, ne, dass das nicht ganz so viel sind. Aber, naja, 200, das hat ja auch schon mal was. Ne? Aber, weiß ich nicht. Ne? Aber hören wir doch mal, was sie weiter so von sich gibt. Ich bin sprachlos. Ich versuche, diese ganze Boot zu blockieren. Wie gesagt, das sind keine Bots, das sind richtige Menschen. Ne? Am TikTok, wenn ich alle. Und das sind ihre Zuschauer. Ne? Das sind genau die Zahlen, die sie eigentlich bräuchten. Aber gut, ne? Wir schauen uns nachher auch mal ihren Nachtstream an, ihren gestrigen, beziehungsweise ihren von heute Morgen. Der nicht so ganz überzeugend war, glaube ich. Finde. Das ist eine mega lange Liste, ey. Ja, das nur 200 Namen dann dementsprechend dann nochmal, ja, zu blockieren, ne, das ist eine Menge Arbeit, das stimmt schon. Okay, dann schauen wir uns mal das nächste an, ne, die sind jetzt nicht ganz so wahnsinnig interessant, aber man kann ja trotzdem mal drauf schauen. So, hier haben wir einmal diese ominöse Liste, ne, frisch von Frau Birella natürlich ins Netz gestellt. Ich werde die Lesbarkeit nicht verbessern, ne, sondern nehme die Liste hier so, wie sie sie ins Netz gestellt hat. Da sind einige Namen drauf, wie zum Beispiel Zolando oder aber auch einige anderen. Ne, aber ganz, ganz viele mit Zolando. Ja. Ne, das sind halt so die Zolando-Anhänger, würde ich mal so sagen. Ne, das sind also all ihre Fans, Frau Birella.
Nur das sind alle Fans. Und da, wenn sie die alle blocken, dann haben sie ja quasi keinen mehr, der sie supportet. Ne? Da sind auch einige drauf, die tatsächlich sie supportet haben. Ne? Die ihnen Löwen geschickt haben, zum Beispiel. Aber bitte, ne? Immer schön blocken. Wie gesagt, ne? Wir schauen uns gleich auch nochmal ihren wahnsinnigen Stream an. Aber vorher nochmal dieses hier. Und zwar hier beschwert sie sich tatsächlich, dass das viel zu viel sind. Ne, ich weiß nicht, mit wem sie hier am Kommunizieren sind, ne, aber ich hatte ihnen ja schon mal gesagt, irgendwelche WhatsApp-Nachrichten und so weiter, die ja, stellt man eigentlich nicht ins Netz. Aber hier haben sie ja, ne, nachgewiesen, dass sie eine Mitgliederliste bekommen haben. Ne, welche sie dann vor Gericht verwenden können. Vorher haben sie noch mit demjenigen geschrieben und gesagt, nein, sie wollen da gar nichts mehr von ihm. Aber sie haben sich ganz dolle gefreut über diese Mitgliederliste. Auch wenn mir jetzt nicht so ganz klar ist eigentlich, was sie mit dieser Liste anfangen wollen. Ne, das ist mir ein bisschen unverständlich, denn selbst wenn es eine Mitgliederliste der Telegram-Gruppe ist oder irgendeiner Telegram-Gruppe. Ich weiß ja nicht von welcher Telegram-Gruppe. Es ist nicht strafbar, Mitglied zu sein. Ne? Das ist einfach so. Es ist nicht strafbar, Mitglied bei Telegram zu sein. Auch nicht in einer Gruppe. Ne? Man kann da ohne weiteres zuhören, ne, sich das alles durchlesen. Ganz einfach informiert bleiben, das funktioniert. Und wenn diese Telegram-Gruppe, ne, wovon Sie jetzt die Mitgliederliste haben, eine private Gruppe ist, dann wird es noch schwieriger, ne? Dann stellt sich nämlich die Frage, dürfen Sie diese Liste überhaupt verwenden, wenn es eine private Gruppe ist? Ne, es sind immer schwierige Fragen, wenn man irgendwelche Sachen bekommt. Ne? Kann man das verwenden? Kann man das nicht verwenden? Ist das auf reguläre Weise gekommen oder wurde einem das zugespielt? Hat man das selber herausgefunden? Und. Vor allen Dingen, das beweist zwar, dass man dass irgendjemand in irgendeiner Telegram-Gruppe Mitglied ist, aber es beweist nicht, dass derjenige etwas Straffälliges gemacht hat. Ne, selbst wenn da Umsätze von TikTok drauf sind, ne, beweist das gar nichts. Es beweist nur, dass man auf TikTok Umsatz gemacht hat. Auch nichts Strafbares. Deshalb, also ich weiß jetzt nicht so genau, was Sie mit dieser Liste anfangen wollen. Ne, genauso mit Ihren Briefen von gestern. Ne, von diesen ganzen Sachen. Ich weiß nicht, was Sie damit anfangen wollen. Ne, Sie können jetzt tonnenweise Papier zur Polizei bringen. Auf Fingerabdrücke wird es erst untersucht, wenn tatsächlich eine Straftat nachgewiesen wird. Ne, dann werden eigentlich erst Fingerabdrücke genommen. Ne, aber nicht vorher. Also, ne, man muss erst mal irgendwas haben, um irgendwas beweisen zu müssen. Aber gut. Ne, so viel einmal dazu. Jetzt schauen wir uns mal Ihren Stream von gestern an. Ne, diesen schauen wir uns natürlich bei Psychorella mal wieder an. Ne, Grüße gehen raus an dieser Stelle. Ja, schauen wir mal, ne, was diese junge Dame da so alles in ihrem Stream so von sich gegeben hat. Hören wir doch mal. Nein. Sind hier irgendwo meine Leute? Nein, ne? Also da ist halt quasi gar keiner. Oh ja, die Sims vom Monat, ne? Das sind 3.000 und ein paar Zerdrückte bei Camping Jude. Ne? Herzlichen Glückwunsch für den Gewinner, den zukünftigen.
Frau Birella. Also nicht wundern, ne? Ich habe hier Ton an. Mili, Mr. Empress. Ne, ich habe Ton tatsächlich an, ne? Wie Also da geht's passt. dir? Da passiert nicht Mir geht's viel. gut. Und dir, Aborosol. Gut, danke schön. Azra, Kanan. So Leute, kommt tief auf den Bildschirm. Kommt, tap, 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 tap. Leute, tippen auf Bildschirm. Wir spielen mit Prinz. Ich kenne ihn nicht. Ich sehe ihn erstes Mal. Genau, sie sieht ihn erst das Mal. Und da tappen unheimlich viele, nämlich null. Ne? Wir werden jetzt mal ein bisschen vorspulen, weil da tut sich tatsächlich so gut wie nichts. Ne? Da wird nichts erzählt, da wird nichts gesagt. Es ist eigentlich ja ein Stream für Taubstumme. Ne? So würde ich das Ganze bezeichnen. So, komm Leute, tippt. Wo sind meine Leute? Seid ihr schon da, Maniacs? Also, ne, es werden dann erstmal ganz wilde Sachen hier erzählt, von wegen Maniacs und. Naja, okay. Spulen wir doch mal ein bisschen. Wie wir hören, hören wir nichts. Ne, sie hat ihn also auch gestummt, davon mal ganz abgesehen. So Leute, mal zwei kommt. Mal zwei kommt. Ne? Umsatz des Lives sind 3 Cent. Also es lohnt sich, Frau Drei Birella, es Rosen. lohnt sich. Leute, letzte 10 Sekunden. Letzte 10 Sekunden. Frau Birella, Sie sind einfach ein Star, muss man so sagen, ne? Mit ja, 4 Cent Umsatz. Aufpassen, 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 aufpassen. Ich küsse eure Herzen. Dankeschön. Magst du noch eine Runde? Ich muss leider offline gehen, ja. Aber viel Okay, Spaß. passt. Vielleicht Dankeschön. nächstes Ciao, Mal. ciao. Also dieser Aufruf von Frau Birella von wegen, schreibt mich bitte an. Ne? Ich ja, gehe nur noch live mit Leuten, die mir bekannt sind. Ja, der hat wohl nicht so wirklich gezogen. Ne? Sie spielt hier immer noch mit. Irgendwen. Und sollte nein, ich habe den Tippt auf Ton. dem Bild. Ne, der Ton ist da, da passiert aber nichts. Außer tippt auf dem Bildschirm. Panta. Super, jetzt sind wir 44 Leute. Ich muss kurz was erledigen. Ne, jetzt sind es 44 Leute und 270 Likes. Leute, ich muss kurz was erledigen bleiben. Wir können ja noch mal ein bisschen vorspülen. Ich musste schnell mein Modi schreiben, weil da ist wieder alles negativ. Negativ. Danke für Danke, Palchen, für die. Genau, jetzt wird hier nämlich erstmal wieder geblockt, ne? Jetzt wird aus 44 30, ne? Und das geht noch weiter runter. Frau Birella, Sie sind einfach tatsächlich ein Star, ne? Und wenn das so weitergeht, dann steht da oben nicht mehr 0,04 Cent, sondern 0 Cent. Ben. Vor allem eine Wahnsinnsunterhaltung hier. Ne, man kümmert sich um seine Fans. Echt irre. Und das war eigentlich schon, ja, der interessante Teil. Ne, wir können ja nochmal in den zweiten Teil reinschauen. Ne, schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal.
In den zweiten Livestream. Und ja, ich schaue mir die Livestreams tatsächlich alle an. Frau Birella. Hallo. Ah ja, jetzt kommt hier Ihre ganz spezielle Matchpartnerin. Yassin, bester Mann. Ne, und das war eigentlich auch schon alles, was die Frau sagt. Es ist echt irre. So Leute, tippen, 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 kommt. Leute, tippen, liken, teilen. Genau. Genau. Dankeschön, OS. Ne, tippen, liken, teilen. Mehr passiert da irgendwie nicht so wirklich. Ne, da kann man jetzt nochmal vorspielen. Nein, der Ton ist an. Der Ton ist wirklich an. So matcht man heute. Also Yassin, ich küsse dein Kopf. man macht Bilder rein, ne? Bei TikTok, legt sich dann schlafen und schaut, was passiert. Und das nennt man dann Matchen. Hin und wieder sagt man dann noch mal Dankeschön. Aber das war's dann auch. Nur hier hat sie zumindest mal, ja, einen Umsatz von 74 Cent. Hat ja auch schon mal was. Ne? Das hat ja auch schon mal was, ne, für 17 Minuten. Aber wir können ja hier mal hin. Hinspringen. Nee, da tut sich tatsächlich nichts. Ne? Das ist ein Match. Ein wahnsinnig interessantes Match. Einfach nur irre. Und das schaut man sich an. Und dafür zahlt man irgendwie noch Geld oder so? Ich weiß nicht. Okay. Ne? Aber wie gesagt, Frau Birella ist ein Star. Ne, ja, alle Leute, die irgendwie auf dieser Liste standen, wenn sie sie findet, hat sie sie gesperrt tatsächlich. Glückwunsch. Ne? Da haben sie jetzt richtig Umsatz gemacht. Ne, insgesamt waren es, glaube ich, innerhalb der gesamten Zeit 1 Euro. Ja, und das war tatsächlich auch schon der interessante Teil, ne, von ihren Streams gestern. Und wenn die so weitergehen, dann, ja, ne, ist sie bald weltberühmt. Gut, so viel dazu. Heute wird es auf jeden Fall noch mal ein bisschen was Kristallines geben. Und auch ein Video, wo ich, ja, ne, auf alle Leute angewiesen bin, so ein bisschen, wo ich ein paar Fragen über jemanden stelle, den ich nicht kenne, der mir aber ans Herz gelegt wurde. Ne, das Video kommt auf jeden Fall erst heute Abend. Ne, zwischenzeitlich dann noch ein bisschen was Kristallenes. Bis dahin, ne, euer kleiner Streamkeks. Ciao, ciao.